So, dann würde ich sagen, beginnen wir. Ich begrüße Sie herzlich zum Gespräch mit den Herausgeberinnen des Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement. Mein Name ist Claudia Heil. Ich bin Acquisition Editor bei der Gräuter Sauer im Bereich Library Information Science. Wir haben das Gespräch mit den Herausgeberinnen vorab aufgezeichnet, weil Frau Neuroth heute leider nicht teilnehmen kann. Ein Hinweis an alle Teilnehmenden: Das gesamte Webinar wird aufgenommen und wir werden danach das Video auf YouTube stellen. Sie bekommen dann auch per E-Mail den Link für das YouTube-Video zugeschickt. Genau. Gut, wir werden auch nach dem Gespräch die Chance haben, Fragen von Ihnen zu beantworten. Bitte stellen Sie die Fragen einfach im Chat. Gut, dann werde ich das Video starten. Markus Butnings ist Diplom-Wirtschaftsinformatiker. Er arbeitet an der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg, unter anderem als Fachreferent für Informatik und in den Bereichen Open Access sowie Forschungsdatenmanagement. Frau Heike Neuroth ist Forschungsprofessorin an der Fachhochschule Potsdam. Sie lehrt und forscht unter anderem auf dem Gebiet des Forschungsdatenmanagements. Als promovierte Geologin ist sie mit der Generierung, Prozessierung und Analyse von Rohdaten sowie Forschungsdaten, zum Beispiel aus dem Massenspektrometer und Röntgendiffraktometer, früh sozialisiert worden. Frau Jana Neumann ist Mitarbeiterin an der Technischen Informationsbibliothek in Hannover. Dort ist sie Fachreferentin für Chemie sowie Referentin für Forschungsdatenmanagement. Wie kam es zum Praxishandbuch? Frau Neuroth, könnten Sie uns dazu etwas erzählen? Vielen Dank, Frau Heyer. Gerne. Bereits im Jahr 2010 hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG, die Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten veröffentlicht, die die Arbeitsgruppe Forschungsdaten der Allianz-Initiative Digitale Information erarbeitet hat. Danach ging es Schlag auf Schlag. 2013 hat die gemeinsame Wissenschaftskonferenz GDK die Einrichtung eines Rats für Informationsinfrastruktur, RFI, beschlossen. 2016 erfolgte die erste RFI-Veröffentlichung, Leistung aus Vielfalt, Empfehlungen zu Strukturen, Prozessen und Finanzierung des Forschungsdatenmanagements in Deutschland. Die GWK hat daraufhin 2018 auf der Grundlage von Artikel 91b des Grundgesetzes den Aufbau und die Förderung einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur beschlossen, der sogenannten NFDI. Für den Aufbau und die Förderung der NFDI stellen Bund und Länder bis 2028 jährlich bis zu 90 Millionen Euro im Endausbau bereit. Und nicht zu vergessen sind die zahlreichen Aktivitäten und Förderprogramme der EU, die sich zum Beispiel mit der European Open Science Cloud, der ESC, richtig Fahrt aufgenommen haben. Und mit der weltweiten Akzeptanz der FAIR-Prinzipien als gemeinsame Grundlage für die interoperable und maschinenlesbare Nachnutzung von Forschungsdaten drängte es sich uns geradezu auf, dass wir im deutschsprachigen Raum dringend ein kompaktes, nun ja, kompakt, dazu kommen wir dann vielleicht später noch, ein kompaktes Nachschlagewerk für Forschungsdatenmanagement brauchen. Ziel war es, dieses wichtige Thema noch weiter bekannt zu machen und vor allem in die Fläche zu bringen. Und ich denke, dass mein Mitherausgeber, Herr Butnings, jetzt noch einige ergänzende Aspekte nennen kann. Genau, ich denke, Frau Neuroth hat schon viele wichtige Punkte erwähnt, darunter auch den Bedarf für ein Nachschlagewerk. Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass es uns nicht um ein lexikalisches Nachschlagewerk ging, sondern um einen ganz praktischen Nutzen für den wissenschaftlichen Alltag. Denn ich denke, Forschungsdatenmanagement beeinflusst diesen wirklich ungemein. Logischerweise natürlich vor allem im Kontext von Drittmittelprojekten, soll heißen Antragstellung, Abwicklung, Dokumentation. Ein konkretes Beispiel könnte Horizon 2020 Open Research Data Pilot sein und die dortige Verpflichtung zur Ablieferung eines Datenmanagementplans. Oder was noch viel, viel mehr Forschende betrifft, die DFG und die dortige Empfehlung zur Archivierung von Forschungsdaten für mindestens 10 Jahre aufwärts, was ja jetzt auch im aktualisierten Kodex zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis noch einmal betont und bestätigt wurde. Und ich denke, für solche Praxisaspekte und Praxisfragen gab es schlicht Ende 2018, als wir mit dem Buch angefangen haben, eine gewisse Marktlücke, die wir gesehen und aufgegriffen haben. Denn tatsächlich gab und gibt es gar nicht so wahnsinnig viele deutschsprachige Bücher, die sich mit dem Thema Forschungsdatenmanagement
praxisnah und umfassend beschäftigen, vor allem nicht mit Fokus auf Deutschland oder ich sag mal die Dachstaaten Deutschland, Österreich, Schweiz. Da gab es als Klassiker sicherlich das Handbuch Forschungsdatenmanagement von Hobohm, Büttner und Müller aus dem Jahr 2011. Dahingehend auch schon ein bisschen älter, aber gerade in den letzten Jahren vor allem ziemlich spezialisierte, auch fachlich spezialisierte Bücher wie etwa Forschungsdatenmanagement in der Musikethnologie. Und ich denke, ein bisschen breiter gesehen haben wir hier tatsächlich eine Marktlücke gesehen und zum Glück war es auch noch eine gewisse Marktlücke, als das Buch jetzt Anfang 2021 erschienen ist. Und ich denke, ich habe jetzt schon den Zeitrahmen ein bisschen skizziert, Ende 2018 bis jetzt Februar 2021, über 2 Jahre. Das hört sich nach einer relativ langen Zeit an, aber wir hatten eine inhaltliche Begutachtung aller Buchbeiträge, wir hatten ein wissenschaftliches Fachkredoktorat, wir hatten insgesamt, wenn ich mich richtig erinnere, 4 Fahnenkorrekturen, soll heißen, das Ganze zieht sich logischerweise ein bisschen, das sichert aber natürlich auch die Qualität ganz, ganz ungemein. Und nichtsdestotrotz kann ich vielleicht an dieser Stelle dennoch den Beitragsautorinnen und Autoren danken, dass sie uns so lange die Stange gehalten haben und auch alle Deadlines eingehalten haben. Und das ja durchaus in bewegten Zeiten, ich denke, mit dem Beginn der Corona-Pandemie, manche haben auch die Stelle gewechselt. Und trotzdem hat alles mit den Fristen und den Deadlines für die verschiedenen Korrekturläufe wirklich super geklappt. Und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle dort draußen. Und das allerdings vielleicht nur als kleiner Einschieb. Vielleicht möchte Frau Normann ja noch was zur Genese ergänzen. Ja, gerne. Ja, danke. Herr Putnings hatte es eigentlich auch schon erwähnt, den Praxisaspekt erwähnt, der uns wichtig war. Und wichtig war uns hier der Fokus auf konkrete Erfahrungsberichte und Anwendungen von Forschungsdatenmanagement in der Praxis. Und deshalb erschien uns einfach auch eine Platzierung in der Reihe Praxishandbuch als ganz ideal. Und neben uns haben 48 anerkannte Expertinnen zu den einzelnen Kapiteln beigetragen. Und zusätzlich konnten wir auch die DFG für ein Vorwort gewinnen. Und mit de Kreuter wurde ein 2-maliges Lektorat vereinbart. Und zudem wurden vom Verlag alle unsere im Zuge des Projektes Extrawünsche, entstehenden Extrawünsche, wie die Erstellung eines Index, ein Register, ein Autorenverzeichnis und die Platzierung des Open Access Labels auf dem Buchcover ohne weitere Extrakosten umgesetzt. Und auch an dieser Stelle dafür nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Bitte. Gut, Sie hatten schon erwähnt, dass es 48 Beitragende gab. Könnten Sie uns ein bisschen mehr noch von den Eckdaten des Buches erzählen, Herr Putnings? Vielleicht genau fange ich mal an. Ich kann vielleicht noch einen Aspekt voranschieben, bevor wir zu den ganz klassischen Eckdaten des Buches gehen. Nämlich ein Aspekt, der mir besonders wichtig war, nämlich, dass das Buch und alle Arbeit, die hineingeflossen ist, tatsächlich auch nachnutzbar zur Verfügung stehen und den Standards guter wissenschaftlicher Praxis genügen. Und da sind mir vor allem 3 Punkte wichtig. Zum einen, dass das Buch Open Access zur Verfügung steht, unter einer sehr liberalen Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz. Und da vielleicht ja tatsächlich auch wiederum ein Dankeschön an Sie, Frau Heyer, oder ich sag mal die Kreuter generell, dass Sie das ermöglicht haben. Denn ich glaube, standardgemäß war eine NC-Lizenz vorgeschrieben. Und ein anderes Dankeschön auch an den Universitätsbund Erlangen-Nürnberg e.V. als Förderer, der die Book Processing Charge übernommen hat. Danke, ich glaube, auch von den Kolleginnen. Das ist der 1. Punkt, Open Access. Der 2. Punkt ist, alle Beitrags-PDF und etwaige zugehörigen Forschungsdaten sind auf dem Forschungsdatenrepositorium Radar zweitveröffentlicht und langzeitarchiviert. Und das für garantiert mindestens 25 Jahre, Ziel natürlich unbeschränkt. Und der 3. Aspekt ist, die Literaturquellen stehen nicht nur bei den einzelnen Buchbeiträgen, sondern wir haben alles auch nochmal gesammelt in Zotero, in einer Zotero-Gruppe. Und ich denke, mit diesen 3 Aspekten, Open Access, die Forschungsdaten, die Zweitveröffentlichung und der Zotero-Gruppe mit den Literaturquellen, ich glaube, diese Aspekte erfassen oder umfassen tatsächlich eine sehr wichtige und auch kostenfrei nutzbare und damit auch nachnutzbare Wissenssammlung im Bereich Forschungsdatenmanagement, was so, glaube ich, noch relativ einzigartig ist und mich sehr freut. Ja, und jetzt vielleicht zu den klassischeren Eckdaten gerne die Kolleginnen. Vielleicht, bevor wir wirklich zu den ganz klassischen Eckdaten kommen, noch ein Wort zu den Autorinnen. Die haben wir ausgewählt, nicht
wie es vielleicht manchmal üblich ist, über einen Call for Papers, sondern wir haben ganz gezielt Expertinnen aus dem jeweiligen Fachgebiet angesprochen und gefragt, ob sie bereit wären, einen Beitrag zu diesem Praxishandbuch zu leisten. Und diese Experten oder diese Expertise haben wir, soweit sie uns nicht bereits bekannt war, über kleinere Recherchen des wissenschaftlichen Backgrounds oder auch über das Prüfen von Literaturlisten identifiziert. Und damit haben wir eine ganze Reihe von Personen aus ganz komplett unterschiedlichen Communities gewinnen können. Und das macht sich ja auch in der Heterogenität des Buchinhaltes bemerkbar und spiegelt sich darin wider. Und jetzt vielleicht einfach doch nochmal zu den klassischen Eckdaten, Frau Neuroth. Ja, danke. Dann obliegt es an mir, die klassischen Eckdaten vorzustellen. Also das Buch umfasst etwa 600 Seiten, so viel zu einem kompakten Nachschlagewerk und gliedert sich in die fünf größeren Themenbereiche Datenökosystem, Datenmarkt, Datenkultur, Datenmanagement, Datentransfer und Datennachnutzung. Wir konnten fast 30 Artikel von ca. 50 Autorinnen und Autoren gewinnen. Hinzu kamen zwei Vorworte, ein Vorwort von der DFG, das uns besonders gefreut hat, sowie ein Abkürzungsverzeichnis und ein mehrstufiges Register. Gerade die beiden letzten Punkte lagen uns sehr am Herzen und benötigten sehr viel zusätzliche Zeit und unzählige Abstimmungsrunden. Aber unserer Meinung nach runden sie das Buch erst richtig ab und stellen auch zusätzliche Qualitätsmerkmale dar. Ich glaube, ich kann auch im Namen meiner beiden Mitherausgeberinnen festhalten, dass wir von der ersten Idee im November 2018 bis zur Veröffentlichung Anfang 2021 über die mehr als 2 Jahre Entstehungsprozess des Buches eine sehr intensive Zeit der Zusammenarbeit hatten. Mir jedenfalls werden unsere zahlreichen Sitzungen und Diskussionen über Forschungsdatenmanagement sehr fehlen. Ja, vielen Dank. Sie hatten ja bereits einige inhaltliche Aspekte. Könnten Sie uns vielleicht noch genauer sagen, wie Sie die inhaltliche Ausrichtung des Buches angegangen sind? Vielleicht Herr Putniks? Ich denke, uns war es wichtig, einen wirklich breiten, praxisnahen Überblick zu geben und das vielleicht nicht nur thematisch gesehen, sondern auch mit Blick auf verschiedene Zielgruppen. Und ich denke, das war tatsächlich auch ein der Vorteile in der Zusammenarbeit von uns drei HerausgeberInnen, dass wir ganz unterschiedliche Rollen und Aufgaben im Bereich Forschungsdatenmanagement einnehmen und hierüber auch verschiedene Kontakte haben zu Akteuren im Bereich Forschungsdatenmanagement und, ich sag mal, Betroffenen. Und deren Sichten flossen natürlich auch in die inhaltliche Strukturierung des Buches mit ein. Ich kann vielleicht ein konkretes Beispiel geben. Bei mir bestehen diese Kontakte etwa zu dem Bayerischen FDM-Kompetenzpool. Das sind primär wissenschaftliche Bibliothekare, die als Multiplikatoren im Bereich Forschungsdatenmanagement dienen. Daneben aber natürlich auch bei uns selbst an der Universität zur AG Digitale Forschungsdaten und Forschungsinformationen und dort ForschungsreferentInnen, Drittmittelantragstellende, und ich sag mal ganz allgemein Forschende und deren Nöte und Anliegen im Alltag bei der Drittmittelberatung etc. Und wie gesagt, sowas fließt tatsächlich oder floss in die inhaltliche Strukturierung des Buches stark mit ein, soll heißen, für mich waren tatsächlich diese, ich sag mal, maßgeblichen im Sinne von verhaltensbeeinflussenden Aspekte des Datenökosystems sehr wichtig. Beispielsweise eben Vorgaben und Policies von Drittmittelgebern, die einen starken Einfluss auf die Wissenschaft haben. Das behandelt ja auch mein eigener Beitrag im Buch. Oder auch sowas wie rechtliche Aspekte, Datenschutz ist ganz wichtig, auch Forschungsethik. Auch hier habe ich lokale Kontakte zur Ethikkommission lokal hier an der FAU. Und daneben natürlich halt auch schlicht das praktische Datenmanagement der Forschenden selbst, soll heißen die Planung des Datenmanagements, das Schreiben von Datenmanagementpläne für verschiedene Forschungsförderer im Rahmen verschiedener Drittmittelprojekte, auch das Beschreiben von Daten mit Hilfe von Metadaten, bestimmten Standards, auch fachlichen Standards und Klassifikationen und dann natürlich auch die Speicherung in geeigneten Repositorien, je nachdem, ob Vorgaben bestehen, wie lange man sie speichern muss. Und das alles tatsächlich eben sehr hands-on-mäßig gesehen, weil es ja eben auch ein Praxishandbuch sein soll. Und ich denke, diese ganzen Aspekte spiegeln sich tatsächlich sehr in den Kapiteln wider, die ich im Buch einleite oder die ich teils auch selbst geschrieben habe.
Und ich denke, zum Beispiel Frau Neuroth hat nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Ich kann vielleicht kurz übergeben. Ja, vielen Dank, Herr Putnings. Genau. Also neben den wichtigen Aspekten, die Herr Putnings gerade genannt hat, vielleicht noch eine folgende Ergänzung. Was aus meiner Sicht das Buch so interessant macht, ist eben, dass nicht nur die Sicht der aktuellen Forschung sichtbar wird. Das würde man natürlich von einem Buch dieser Art auch erwarten. Was aber meiner Meinung nach zu kurz gerät oder oft nicht berücksichtigt wird, ist der Bereich der Qualifizierung im weitesten Sinne. Im Forschungsdatenmanagement fehlen immer noch abgestimmte Konzepte für die Qualifizierung, also zum Beispiel standardisierte Curricula für die Lehre, etablierte Schulungsprogramme, akzeptierte Inhalte für Weiterbildung und so weiter und so fort. Auch gibt es bisher nur rudimentäre Ansätze für definierte neue Berufsbilder und entsprechende Karrierepfade. Ich denke da zum Beispiel an Begriffe wie Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer, Data Operator, Data Librarian, Data Steward, um nur mal einige zu nennen, die oftmals recht wild benutzt werden, auch in aktuellen Stellenausschreibungen. Es bleibt oft unklar, was genau sich dahinter verbirgt. Zum Glück hat die IOSC im Februar 2021, also diesen Jahres, einen neuen Bericht veröffentlicht mit dem Titel Developing the Next Generation of Fair and Open Science Professionals, der ein Rahmenkonzept für die unterschiedlichen Rollen und Akteure im Bereich Kompetenzen und Berufsbilder vorschlägt. Aber auch die Datenstrategie der Bundesregierung, die endlich im Januar diesen Jahres veröffentlicht wurde, berücksichtigt bei den insgesamt 240 Maßnahmen im Kapitel 3 mit dem Titel Datenkompetenz und Datenkultur dezidiert die Datenkompetenz. Ziel ist es hier auch, in neue Förderprogramme zu investieren, um die Datenkompetenz aller Beteiligten in den nächsten Jahren massiv zu erhöhen. Und damit würde ich gerne nochmal an Frau Neumann übergeben, die sicherlich auch noch einige ergänzende Aspekte hat. Ja, vielen Dank. Neben den schon genannten Bereichen der Datenökosysteme und dem Bereich der Datenkompetenz spielt aber am Ende in dem Buch auch der Datentransfer und die Datennachnutzung eine entscheidende Rolle. Und in diesem gesamten Themenkomplex des Forschungsdatenmanagement. Und hier gibt das Buch einen Einblick aus einer eher infrastrukturellen Perspektive. Und dabei sollten die Fragen nach der Auffindbarkeit und der Nutzbarkeit von Daten beleuchtet werden. Wie können Daten beispielsweise geteilt bzw. publiziert werden? Wie wird die Zitierbarkeit gewährleistet, sodass bei einer Nachnutzung auch die Datenproduzierenden eine wissenschaftliche Anerkennung erhalten? Und aus meinem Blickwinkel, aus einer Infrastruktureinrichtung, finde ich es spannend, auch einmal einen Perspektivwechsel zu machen und das Thema Forschungsdatenmanagement aus Sicht der Forschenden zu betrachten. Vielen Dank für den Einblick. Jetzt wollte ich Sie noch fragen, wie die bisherige Resonanz war auf das Praxishandbuch in Ihrer Wahrnehmung. Herr Putnings vielleicht? Ja, also wir haben es tatsächlich ein bisschen mitverfolgt und auch mitgescreent. Und ich denke, gerade in der Community kam es sehr gut an. Also ich denke, es wurde in fast allen relevanten Blogs, Newsletter und Foren irgendwo mit erwähnt. Sei es von DINI, von GoFair, vom Verbund FDB oder DHD-Blog und Ähnlichen. Und ich glaube, wir sind inzwischen auch als empfohlene Literatur auf dem Wikipedia-Beitrag zu Forschungsdatenmanagement, was mich gefreut hat, genannt. Und was vielleicht fast noch wichtiger ist, zum Beispiel auch auf forschungsdaten.info und dort der Kategorie Praxis Kompakt-Literatur. Dahingehend bin ich da durchaus ganz zufrieden. Wenn ich mich richtig erinnere, stehen aktuell auch ein paar Rezensionen an, auf die bin ich schon gespannt. Und was die eigentlichen Downloadzahlen zum Beispiel angeht, können ja vielleicht tatsächlich Sie, Frau Heyer, kurz was dazu sagen, wie denn aktuell der Stand der Dinge ist oder wie es wahrgenommen wurde. Genau. Nee, also für uns ist es auch ein sehr großer Erfolg. Wir haben im Januar, es war ja wirklich die Open Access-Stellung, über 1900 PDF-Downloads gehabt. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben dann im Februar, ich will nicht sagen leider, aber im Februar die neue De Kreuter-Webseite gelauncht und haben dann aber leider den Schwerpunkt auf die inhaltlichen Sachen stellen müssen. Deshalb haben wir leider erst ab Herbst wieder Downloadzahlen zur Verfügung. Aber wie gesagt, also im Januar 1900 Downloads, das ist ein sehr, sehr großer Erfolg. Das ist sehr gut. Und eben, es stehen Rezensionen an, das wird sehr positiv wahrgenommen auf jeden Fall. Gleich kurze Zwischenfrage. Werden bis Herbst die Downloadzahlen aber schon weiter gesammelt, oder?
Ja, davon gehe ich aus. Ja, ja. Das da, hoffe ich auch. Auswertungsmodul. Ja, okay. Nein, es liegt nur an dem Auswertungsmodul. Also das okay, war, super. Klar, aber wie gesagt, im Vordergrund stand halt erstmal, dass die Inhalte für die Kunden zur Verfügung stehen. Also deswegen eben, dass das Praxishandbuch auch wirklich Open Access ist und zur Verfügung steht. Ne? Genau, nicht super. Im zweiten Schritt kommt dann die Nutzung oder die, dass man halt die Downloads festhält. Gut, vielen Dank. Gut, was würden Sie sich denn im Kontext des Buches für die Zukunft wünschen, Frau Neuroth? Ja, vielen Dank, Frau Heyer, für die wirklich spannende Frage. Also, wenn ich mal träumen dürfte, wünschte ich mir, dass sich Forschungsdatenmanagement als völlig selbstverständliche Aufgabe in den Alltag integriert. Unabhängig davon, ob wir uns in der wissenschaftlichen, wirtschaftlichen oder welcher Welt auch immer bewegen. Weil ich sowohl als Zivilbürgerin als auch als Wissenschaftlerin möchte ich in Zukunft einfach Zugang zu guten Datensammlungen haben. Und ich möchte der Datenquelle vertrauen können. Ich möchte mich dabei im rechtssicheren Raum bewegen können, was Nachnutzung und Veröffentlichung der Daten anbelangt, und mich nicht durch unzählig juristisch anmutende Texte durchquälen müssen. Und ich träume davon, auf Basis transparenter Datenanalysen gute Entscheidungen treffen zu können, sowohl als Privatperson, aber auch als Wissenschaftlerin, die auch gerne mal Daten aus öffentlichen Verwaltungen oder der Wirtschaft analysieren möchte. Ich ärgere mich zum Beispiel über Schlagzeilen in Zeitungen, die einfach mit irgendwelchen Zahlen um sich schmeißen, um zum Beispiel eine reißerische Meldung zu verkünden, ohne dass oftmals klar wird, wie sie zu diesen Erkenntnissen gekommen sind. Jede Bürgerin und jeder Bürger sollte meiner Meinung nach leichtfüßig datenbasierte Behauptungen überprüfen können. Und dafür braucht es meiner Meinung nach auch einen immensen Kraftakt und große Investitionen in die Erlangung von Datenkompetenz. Und Herr Putnings, Sie haben vielleicht auch noch was zu ergänzen, wenn Sie mal träumen dürften. Ich sollte mich vielleicht noch entstummen. Genau, also tatsächlich gehen meine Gedanken oder Wünsche in eine ähnliche Richtung. Ich möchte es vielleicht als Wirtschaftsinformatiker sogar noch ein bisschen technischer spezifizieren. Wir haben in Deutschland doch eine sehr, sehr unübersichtliche, sowohl föderal als auch inzwischen mit Blick auf die NFD konsortial zerstreute wissenschaftliche FDM-Landschaft mit leider auch relativ wenig Berührungspunkten zu anderen Datenmärkten, sei es kommerziellen Datenmärkten, sei es urbanen Datenmärkten, Stichwort Open Government Data oder Citizen Science. Und hier würde ich mir technisch gesehen eine wie auch immer geartete Lösung wünschen, die diese Märkte zusammenbringt, so wie es etwa im Nachbarland Österreich mit dem Data Market Austria versucht wurde. Soll heißen, eine, ich sag mal, vereinheitlichende oder integrierende Technologiebasis, die all diese verschiedenen Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, Bürger, Staat etc. zusammenbringt, ihnen eine gewisse, ich sag mal, Datenmarktteilnahme ermöglicht und damit auch Wertschöpfung. Und das Ganze auf einer, ich sag mal, leicht zu bedienenden Technologiebasis mit klaren wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen, damit das Ganze tatsächlich einfach nutzbar ist und wie gesagt Wertschöpfung ermöglicht und damit auch so ein gewisses Gefühl für den Wert der Daten ermöglicht. Denn aktuell gibt mir tatsächlich sehr, sehr viele Daten als Wissenschaftler, aber auch als Privatmensch nach außen, hat aber im Endeffekt gar kein Gefühl dafür, was jetzt die Daten wert sind. Man vermutet es bloß impliziert, weil eben viele Services kostenfrei sind und man bezahlt mit Daten im Endeffekt dafür. Und hier fände ich wirklich eine gesicherte, vertrauenswürdige Plattform toll. Ja, so viel als Wunsch aus technischer Sicht sozusagen. Und eigentlich kann ich dem bereits Gesagten gar nichts mehr oder fast gar nichts mehr hinzufügen. Vielleicht nur noch, was vielleicht noch so mein Wunsch wäre, ist, dass nicht nur Datenmanagement selbstverständlich sein sollte, sondern dass auch die offene Datenpublikation als eigenständige wissenschaftliche Leistung anerkannt wird. Und ich meine jetzt damit nicht das einfache Veröffentlichen von Rohdaten ohne Kontext, denn qualitativ hochwertige Datenpublikation, die dann als solche eben auch anerkannt werden kann, ist mehr als das Hochladen von Daten in einem Repositorium, sondern erfordert genauso wie in Anführungszeichen traditionelle wissenschaftliche Textpublikationen
ebenso eine sorgfältige Ausarbeitung der Entstehung, Bearbeitung und der wissenschaftlichen Analyse der Daten, also die Kontextualisierung der Daten, und damit eine sinnvolle Nachnutzung der Daten durch Dritte auch möglich wird und vielleicht auch mit anderer als der ursprünglichen wissenschaftlichen Fragestellung. Vielen Dank an die drei Herausgeberinnen für dieses wirklich sehr, sehr interessante Interview. Ja, und jetzt freuen wir uns auf die Fragen der Teilnehmer. Soll ich vielleicht einfach mal anfangen mit der Frage von Frau Danke? Sehr gerne, sehr gerne. Sie sehen es auch, ne? Genau. Genau. Ich denke, es sind alle im Chat. Ich stelle jeweils an die komplette Runde inklusive Zuschauer. Also die Frage ist relativ komplex, weil es mehrere Ebenen hat. Also soll heißen, ich kann vielleicht mit dem Grundlegenden anfangen. Wir haben es am Anfang ja erwähnt, es gibt, sage ich mal, Bücher zu Forschungsdatenmanagement zu spezifischen Thema. Ich habe zum Beispiel Musikethnologie erwähnt. Logischerweise könnte es auch ein Buch geben zu sowas wie Kinder- und Jugendliteratur. Unser Buch ist allerdings tatsächlich allgemeiner gehalten. Nichtsdestotrotz ist der Fragenkomplex natürlich sehr, sehr interessant, weil es spezifische Ebenen anspricht. Also ich habe mir zum Beispiel notiert, ein einfacher Fall wäre sozusagen das Forschungsdatenmanagement in den entsprechenden Forschungs- und Lehrbereichen zu hassen, falls es tatsächlich über Forschung zu Kinder- und Jugendliteratur ginge, wie in der Germanistik oder in Medienforschung oder in Kindheitsforschung. Und ich glaube, da ist es durchaus inzwischen auch etabliert, dass man sich Gedanken macht, gerade wenn es vielleicht den Bereich Drittmittelprojekte gibt. Aber vielleicht, ich sag mal, erst in einem früheren Anfangsstadium als vielleicht in anderen Forschungsbereichen, in dem Forschungsdatenmanagement, Open Data etc. schon weiter verbreitet ist. Dann klingt bei Ihnen ja auch noch, ich sag mal, andere Aspekte mit, wie zum Beispiel, dass es um die Daten der Literatur selbst geht, also die bibliografischen Metadaten. Auch dort gibt es verschiedene Ansätze. Bibliotheken öffnen ihre Katalogsdaten ja auch unter CC0. Und dann gibt es noch diese Konnektion, was ich gemeint habe mit, ich sag mal, es wäre wünschenswert, dass es eine Konnektion auch zu kommerziellen Datenmärkten gäbe. Das wären dann vielleicht die Verlage selbst, die hier vielleicht ja auch mehr ihre Metadaten öffnen könnten. Und vielleicht auch durchaus auch zu, das ist das, was ich meinte mit Citizen Science, also im Sinne von auch, dass öffentliche Bibliotheken oder ich sag mal auch Bürgerwissenschaften, die sich vielleicht mit dem Thema beschäftigen oder auch, sag mal, die lokale Community vor Ort im Bereich öffentliche Bibliotheken auch besser eingebunden werden könnte. Und da gebe ich Ihnen durchaus recht. Tatsächlich haben wir jetzt kein großartiges Kapitel zu Citizen Science zum Beispiel oder zu öffentlichen Bibliotheken. Das ist auf alle Fälle eine super Anregung für eine etwaige Folgeauflage. Und Frau Neumann, vielleicht wollen Sie hier noch was ergänzen, aber ich glaube, das war jetzt das, was ich mir notiert hatte. Ja, genau. Also ich würde dazu gar nichts mehr ergänzen wollen. Und eine ergänzende oder nachgelagerte Auflage dieses Buches kann ja auch jemand anders machen. Wir wollen das nicht für uns beanspruchen. So, das wollte ich nur dazu ergänzen. Und dann gab es noch eine zweite Frage. Da kam jetzt gerade nochmal ein Update im Chat. Das muss ich ganz kurz nochmal lesen. Ja. Solche Fälle haben wir auch immer mal wieder in der Beratung. Also ich sag mal Social-Media-Daten, da gibt es teils Vereinbarungen mit den jeweiligen Social-Media-Plattformen. Soll heißen, wenn man sich deren Lizenzkontexte ansieht, kann man manche Datenkonstellationen nutzen, manche nicht. Logischerweise, so wie ich das jetzt bei Ihnen heraushöre, wenn Sie es versuchen zu kombinieren, Publikation von eigener Software und Sekundärdaten. Da höre ich heraus, dass Sie schlicht aufbereiten und dann ist es sozusagen Ihre eigene urheberrechtliche Leistung. Das erscheint mir unproblematischer, da gebe ich Ihnen durchaus recht. Müsste man sich im konkreten Fall aber tatsächlich ansehen. Also am besten fragen Sie schlicht Ihre FDM-Beratungsstelle vor Ort an Ihrer nächstgelegenen wissenschaftlichen Bibliothek mit dem ganz konkreten, ich sag mal, der ganz konkreten Aufgabenstellung, weil dann kann man ins Detail gehen, sozusagen, welche Social-Media-Plattform nutzen Sie, was wollen Sie sonst noch anreichern an Daten oder auch tatsächlich verarbeiten, im Sinne von 1:1 abbilden oder wieder veröffentlichen, und je nachdem kann es beliebig komplex oder einfach werden. Tut mir leid, dass ich da nicht näher eingehen kann.
Dann habe ich noch eine Frage, die kam auch neu dazu. Gibt es auch praktische Hinweise für UBs, die noch nicht im Thema FDM-fit sind? Also tatsächlich ist unser ganzes Buch eher grundlegend aufgebaut, soll heißen, da gibt es logischerweise auch diverse Praxistipps für, ich sag mal, einsteigende Häuser. Und das ist, kann man sowohl für die Bibliothek nutzen, als auch für, ich sag mal, die Infrastruktureinrichtung, an der die Bibliothek angesiedelt ist. Also soll heißen, Sie können da durchaus auch, ich sag mal, im Kontext des Buches vielleicht auch mit einem Referenzzentrum, mit einem CIO, mit den ForschungsreferentInnen oder sowas ins Gespräch kommen, um vielleicht mal so grundlegende Schritte anzustupsen, wie sowas wie Forschungsdatenmanagement Policy oder vielleicht auch grobe Überlegungen, bewirbt man irgendein frei zugängliches Repositorium wie Zenodo, legt man dort eine eigene Community an, und zu all denen gibt es durchaus Tipps im Buch. Jawohl. Vielleicht noch ergänzend dazu, es gibt jetzt nicht so ein Kapitel, wo dargelegt wird, wie man ein Forschungsdatenmanagement-Service tatsächlich an einer UB oder einer Infrastruktureinrichtung aufzieht. Aber es gibt schon zum Beispiel im Bereich des Schulungsbereich auch ein Kapitel, wo praktische Hinweise aufgelistet sind, wie man so eine Schulung am besten durchführt oder aufbaut, soweit ich mich jetzt richtig erinnere. Und was man vielleicht auch noch erwähnen kann, falls Sie sowas möchten, im Sinne von, ich sag mal, grundlegende Tipps, wie man das am besten aufbaut, gibt es, je nachdem, in welchem Bundesland Sie sind, diverse Anlaufstellen und auch übergeordnete Anlaufstellen, an denen Sie sich wenden können. Da können Sie uns gerne eine Mail schreiben, dann können wir Ihnen kurz nachsehen, was das vielleicht in Ihrem jeweiligen Bundesland sein könnten und die Verbindung herstellen. Das war Bayern. Sie sehen's? Bei Bayern ist zum Beispiel bei uns der Bayerische FDM-Kompetenzpool. Da können Sie einfach mir eine Mail schreiben. Also markus.putnings@fau.de. Dann gab es eine Frage an Frau Neumann. Frau Neumann, da müssen Sie kurz im Chat reingucken. Ja, habe ich schon gesehen. Da geht es um den Punkt der Datenpublikationen als wissenschaftliche Leistung. Was ich damit meine, ist, im Grunde, dass Datenpublikation oftmals bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als zusätzliche Aufgabe angesehen wird, wofür sie keinen Credit bekommen. Aber Datenpublikationen ja schon auch etwas sein können, was den wissenschaftlichen Output auch für jemand anders zum Beispiel erhöht und oder nützlich sein kann, also so wie halt traditionelle wissenschaftliche Publikationen auch für andere nützlich sein kann oder auch karrierefördernd für einen selbst sein können. Und das ist bei Datenpublikationen eben nicht so, obwohl, wenn man es richtig macht und so macht, dass die Daten auch nachnutzbar sind, das schon auch eben ein Aufwand ist, der als Leistung anerkannt werden sollte. Und an wen ich da denke, sind natürlich eigentlich die Wissenschaft selber, weil die Wissenschaft selbst macht eben diese Anerkennung der wissenschaftlichen Leistung. Und da muss sich in der Wissenschaft oder die Wissenschaftlerinnen und die Wissenschaftler eben dahingehend wandeln, dass sie auch anerkennen, dass Datenpublikationen, wenn sie gut gemacht ist, natürlich nicht, wenn nur irgendein Datenpunkt hochgeladen ist, sondern wirklich gut gemacht ist und nachnutzbare Daten zur Verfügung stehen, dass das eben auch als wissenschaftlicher Output anerkannt wird. Da kann ich vielleicht noch ergänzen, das hängt teils auch ein bisschen von der Konstellation bei Ihnen vor Ort aus. Also bei uns wird zum Beispiel im Forschungsinformationssystem kann man inzwischen auch Forschungsdatenpublikationen hinterlegen und die zählen dann quasi auch in zum Beispiel Fakultätsevaluierungen mit hinein. Und ähnlich ist es, falls jetzt zum Beispiel, ich sag mal, die einfache Nennung noch nicht reicht, sondern Sie zusätzlich einen Impact-Faktor bräuchten, käme es vielleicht in Frage, je nachdem, welcher Fachbereich Sie sind, ob Sie nicht zusätzlich auch noch in einen Data-Journal veröffentlichen, denn die haben nach und nach inzwischen auch Impact-Faktor. Dann kann man sozusagen die Datenpublikation noch mal ein bisschen aufbereiten und erhält dann auch noch mal sozusagen Verlagscredit und sowas wie Impact-Faktor, also bibliometrische Kennzahlen dazu, was jetzt nicht wäre, wenn ich sozusagen in Anführungszeichen einfach nur veröffentliche und ins Forschungsinformationssystem eintrage.
Da steht dazu auch ein bisschen was in dem Kapitel zu Datenpublikation. Jetzt hat Frau Dankert nochmal die Hand gehoben. Ich kann leider nicht freigeben. Also das müssten Sie bitte schreiben, Frau Dankert, wenn Sie noch eine Frage haben. Und vielleicht hat sich auf das obere bezogen, das sehe ich nicht genau. Sonst gerne weitere Fragen. Okay, keine. Dann vielen Dank an alle Teilnehmer, besonders natürlich an die Herausgeberin vom Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement für die gute Zusammenarbeit und für die Bereitschaft, auch jetzt sich hier die Zeit zu nehmen. Wenn Sie Fragen haben, eben gerne, Herr Puttnings hat ja seine E-Mail auch schon genannt, oder auch Fragen gerne an mich stellen oder an Frau Neumann oder Frau Neuroth per E-Mail oder Kontaktdaten von mir. Entweder jetzt während des Bibliothekartags sehen Sie es auf dem virtuellen Stand von Die Kräuter oder sonst auf unserer Die Kräuter-Webseite. Genau. Gut, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen. Möchten Sie sich auch noch genau, verabschieden? Gut. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao, ciao. Danke.